Ja, guten Abend, liebe Freunde. Wir sind hier zusammen zu der ersten Ausgabe von Wine and Paper. Musik ist auch dabei, und zwar zwischen Wine und Paper. Wir haben das große Vergnügen, das heißt, ihr nicht, aber ich habe das große Vergnügen, hier einen relativ neuen und völlig unbekannten Wein zu verkosten. Der kommt aus Südafrika. Springfontein heißt die Winery und das ist in Südafrika, wenn man von Süden nach Norden guckt, rechts, also östlich von Kapstadt, Walker Bay. Und das ganz Besondere an diesem Tröpfchen ist, dass er nach einem berühmten Rockstück benannt ist. Und zwar heißt der Wein Child in Time, berühmtes Stück der Band Deep Purple. Und witzigerweise habe ich die Band live gesehen im September oder Oktober, ich glaube es war Oktober 69, wo Child in Time einst möglicherweise das erste Mal in Deutschland live gespielt wurde. Das war hochinteressant damals. Essener Pop und Blues Festival 1969. Der Abend war denkwürdig, weil The Nice mit Keith Emerson, später berühmt durch Emerson, Lake & Palmer, Deep Purple und Pink Floyd hintereinander an einem Abend gespielt haben. Ein richtiger Hammer. Selten habe ich in einer Nacht mehr Dampf und Druck und Erleuchtung erlebt. Der Wein ist entsprechend heavy, wenn ich das so sagen darf. Purple ist ja eigentlich keine Metal-Band, sondern eher Heavy Rock. Und von daher passen beide relativ gut zusammen. Die Trauben, die hier drin sind, wird in erster Linie Pinotage sein, was im südlichen Afrika ganz gern als Traubensorte verarbeitet wird. Er hat 14 Umdrehungen, ist vollmundig, hat auf jeden Fall Status, um Deep Purple zu würdigen. So, dann kommen wir zu Paper. Prost. Beim Papier bin ich immer schon ein Missionar für Jack Vance gewesen. Er ist einer meiner Lieblingsautoren und von vielen anderen Autoren weiß ich auch, dass sie ihn in allerhöchster Ehre halten. Vorstellen möchte ich die Dämonenprinzen-Serie. Bücher, die ursprünglich in den 60er Jahren entstanden und deutlich später abgeschlossen wurden. Insgesamt sind es 5 Bände und es geht um einen gewissen Kurt Garrison, dessen Familie bei einem Massaker auf Mount Pleasant ermordet worden ist. Und die Täter sind 5 Dämonenprinzen, 5 interstellare Kriminelle, die Garrison im Lauf dieser Serie aufspürt, denen detektivistisch nachstellt und sie einen nach dem anderen zur Strecke bringt. Wobei das Ganze nicht typisch für Vance extrem visuellen Charakter hat und geradezu nach einer Verfilmung schreit, in 5 Episoden natürlich. Vielleicht als, ich könnte es mir als Fernsehserie vorstellen, mit 1,5 Stunden Episoden. Vance ist auch der Lieblingsautor von George R. R. Martin. Und zu ihm haben wir ja eine ganz besondere Beziehung, weil mein Verlag Fanpro, den ich mit meiner Tochter zusammenführe, Sammlereditionen von George Martin im Programm hat. George und sein Freund Gardner Dozois geben viele Anthologien heraus in Amerika. Diese hier, Songs of the Dying Earth, ist bislang auf Deutsch nicht erschienen. Es ist ziemlich voluminös
Und es geht darin um das erste Tribute-Album, wenn man so will, für einen Fantasy-Science-Fiction-Autor. Namhafte Autoren der Szene schreiben eigene Geschichten im Stile von Jack Vance. Also er hat sie alle beeinflusst, mehr oder weniger. Und wir haben hier wirklich ein Who's Who der besten amerikanischen Fantastikautoren. Robert Silverberg, Mike Resnick, Walter John Williams, Paula Wolski, Jeff Vandermeer, Phyllis Eisenstein, Lucius Shepard, Ted Williams, Elizabeth Hand, Tennis Lee, Dan Simmons, Howard Waldrop, George Martin und Neil Gaiman. Also das Vorwort ist obendrein noch von Dean Koontz. Wer da nicht ganz besondere Erwartungen hat, der hat keine Ahnung von der Materie. Fanpro würde unheimlich gerne dieses Werk auf Deutsch herausbringen. Das Problem ist, die Käuferzahl ist beschränkt und die Übersetzung von einem 700-Seiten-Band wird ganz gehörig ins Geld schießen. Deshalb haben wir bisher noch nicht eine Veröffentlichung vorgesehen. Wahrscheinlich brauchen wir einen Lucky Shot, um das Ganze finanzieren zu können. Der könnte uns gelingen in nicht allzu ferner Zukunft, weil Fanpro ein Bildband über die Toten Hosen in Vorbereitung hat. ZK, die frühen Jahre der Toten Hosen von 1980 bis 83. Und ich denke, das ist eine Geschichte, die mehr Potenzial hat als die limitierten Sammlerausgaben, die wir sonst herausbringen. Aber dazu Näheres in einer weiteren Sendung, die wir vorbereiten werden.